Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und es gibt heute mal wieder ein Pack-Opening von mir und ich weiß, das ist normalerweise nicht das, was ihr in FIFA 16 bisher gewohnt seid, allerdings sieht das Team of the Week einfach unfassbar krass aus und es gibt neben dem Hero Aguero 88er Rating auch noch den Hero Zlatan Ibrahimovic und natürlich möchte ich im Idealfall eine dieser beiden Karten ziehen, deswegen habe ich mir gedacht, machst da einfach nochmal ein Pack-Opening, investierst nochmal ein bisschen was und versuchst hier irgendeinen guten Spieler zu ziehen. Wenn ihr das Packs öffnen möchtet, schaut die Videobeschreibung, ist ein Link zu Randy Run. Gibt's Microsoft Guthaben und natürlich auch PSN Guthaben, also auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr euch unterstützen möchtet, würde mich drüber freuen. Instagram, Twitter, Facebook, auch alles da verlinkt, auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das sind die Social Networks, ich denke mal, das lohnt sich auch für die, die weiter mit mir in Kontakt bleiben wollen. Wir haben hier so als die Highlight-Spieler natürlich einmal Aguero und Ibrahimovic. Özil ist auch sehr stark, Eriksen finde ich persönlich sehr, sehr geil von den Werten her. Boateng und Laporte sind auch nicht schlecht, eigentlich sieht keiner von den Goldspielern so wirklich schlecht aus, auch wenn natürlich Kroondeli, Slimani, Insigne, Gervinho und Obiria. CDB, okay, kenne ich persönlich gar nicht. Kums und Charles nicht viel wert sind, aber das macht ja an sich auch nichts, weil es geht ja nicht nur darum, ja, Spieler mit viel Wert zu ziehen, weil im Endeffekt bringen Coins in diesem Spiel sowieso nichts. Die Teams, ich habe jetzt übrigens momentan 250.000 Coins, damit ihr Bescheid wisst, ich habe da ja das Ganze abgedeckt und 6.000 Hero-Points, das heißt 40 Packs. Ja, die Teams reichen auch vollkommen aus, wenn sie einfach nur durchschnittlich sind, beziehungsweise wenn sie, naja, sagen wir mal, schon Gold sind, schon, ich zeige einfach mal ein Beispiel-Team, das habe ich auch bald auf Footed gepostet, so ein Team, das reicht vollkommen aus, eventuell noch ein anderer Stürmer als Braithwaite hier, weil er einen schlechten Abschluss hat, aber ansonsten kannst du damit fast jeden Gegner komplett auseinandernehmen und das ist dementsprechend nicht notwendig, irgendwie die extrem krassen Spieler zu haben, vor allem, weil, ja, wenn man Geld rein investiert, wird das Ganze so ein bisschen mehr, ja, ernster irgendwie und das macht dann nicht mehr so viel Spaß, finde ich zumindest. Deswegen spiele ich auch so viel Karrieremodus, weil Ultimate Team so, ja, nicht Pay to Win, ja, zum Glück nicht ist, aber so ein bisschen den Anklang davon hat und von daher, ja, so viel dazu. Das war jetzt so ein bisschen off-topic, aber es soll heute, wie gesagt, um Packs gehen und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, ob ihr bereits eine Info aus diesem Team of the Week gezogen habt. Ich werde das Ganze jetzt nicht immer kommentieren oder so. Oh, es gibt 25k Sets, das ist natürlich interessant an sich, aber ich ziehe natürlich die 7,5k Packs, weil ich die am besten finde. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Pack kommentieren, ich werde einfach das persönlich für mich nebenbei so ein bisschen ziehen. Steven Pienaar hier im ersten Set drin und werde, wenn irgendwas passiert, mal zwischendurch was einwerfen, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, dass das hier irgendwie, dass ich jetzt 6.000 Euro jetzt durchziehe, wie es Commander Krieger beispielsweise machen würde und die ganze Zeit labere. So ist es nicht. Ich werde ja einfach nebenbei ein bisschen ziehen, nur nebenbei Musik hören oder sowas und wenn was passiert, dann sehen wir uns gleich wieder. Gambrinier, extrem an Pace verloren, kann das sein? Oh, Armada, der wird wahrscheinlich nichts wert sein, aber er hat an sich ganz gute Werte. Nee, geht für absolut gar nichts weg. Aber Hunter Chemistry ist alles ganz nice. Bisher nur, naja, Non-Rares, was nicht so schön ist und irgendeinen brasilianischen Innenverteidiger, von dem ich den Namen gerade nicht im Kopf habe. Silver war es, glaube ich. Ich bin fast dazu geneigt, die 25k-Sets zu ziehen, werde es aber wahrscheinlich bereuen, wenn ich es tue, deswegen lasse ich es doch erstmal. Es ist ein bisschen so eine Sache. Wir ziehen hier Gülüm. Ja. Inigo Martinez. Das ist an sich eine sehr, sehr nice Karte. Hätte auch Ramos sein können, aber Martinez ist so der zweitbeste. Okay, Piqué natürlich noch. Aber danach kommt schon Martinez so von den Innenverteidigern, die wirklich sehr, sehr gut sind. Zumindest aus der BLV. Wir haben natürlich noch beispielsweise Javi Martinez. Aber Inigo Martinez ist auch schon gar nicht so schlecht. Das ist nur noch Barragan. Der ist auch nicht so kacke. Und Karius, also das Pack, war auf jeden Fall mal in Ordnung. Aguero drauf, Aguero drin. Da bin ich jetzt für. Das passiert genau jetzt. Es wird Boba de Santa Cardoso. Zwei paraguayische Stürmer hintereinander. Wie hoch sind die Chancen dafür? Es gibt doch nur drei oder so. Oh, ah, schade. Yangambi war, ist aber auch nicht schlecht an sich. Dazu noch Almeida, allerdings nicht Hugo. Und 4000 Münzen, das war mal ein ordentliches Pack. Münzen sind immer gut. Yangambi war am Anfang ein bisschen was wert. Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber sieht natürlich stark aus mit seinem Tempo und mit seiner guten Physis. Ehemaliger Newcastle-Spieler, allein deswegen mag ich den. Oh. Immer die Hoffnung, dass es wenigstens Rooney ist oder sowas. Oh, Van Gianni. Der sieht auch wieder sehr stark aus. Firmini. Viele Spieler in dem Pack. Oh, Chicharito, der könnte sogar noch für ein bisschen was gehen, theoretisch.
So, ja, 2.000, 3.000. Ist halt schnell, ne? Ist auch gar nicht so schlecht dieses Jahr wieder. Hat immer noch einen extrem guten Finishing-Wert. Dazu zwei coole Trikots. Ja. Jovetic, das ist nice an sich. Al-Salawi und Lokadia, drei sehr gute Stürmer. Jovetic sieht wie jedes Jahr wieder stark aus. Al-Salawi, ja. Lokadia ist jetzt nicht so gut wie Castaños, aber es geht schlechter. So, Freunde, wir sind bei der Hälfte der FIFA-Points angekommen. Lacazette auf dem Cover von Pack Nummer, ich weiß gar nicht wie viel. Orellana, an sich ein guter Spieler. Die haben echt einen französischen Linksverteidiger. Was? Egal, Orellana ist nicht schlecht, aber ich hätte lieber einen anderen Flügelspieler aus Chile gehabt. Und Mrs. Lee. Oh, ein Hannoveraner. Wir haben jetzt eine lange Zeit schon ohne einen vernünftigen Spieler so wirklich. Also Alan ist bisher mit 81, glaube ich, der bestgeratete, der Sechser von Napoli. Aber das ist echt, ziemliche Verschwendung gerade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde einfach wirklich gern in Form ziehen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht passieren wird, aber es wäre wunderbar. Aber wir ziehen lieber Matlaba, den wahrscheinlich unnützesten Linksverteidiger im ganzen Spiel. Also Gold-Linksverteidiger, muss man dazu sagen. So, Freunde, das habt ihr gesehen, wie ich kläglich gescheitert bin und leider Gottes nicht aufgestiegen bin in Liga, ich weiß gar nicht, in welcher Liga ich momentan bin. In Liga 5. Ja, es ist ärgerlich, aber was willst du machen? Gut, ich habe mir gedacht, ich spiele mal ein Spielchen zwischendurch, weil das Packler gerade einfach so beschissen war und ich mir dachte, ja, vielleicht ändert sich das ja. Wenn du mal eine Runde zockst und jetzt öffnen wir noch die letzten, ich weiß gar nicht, 9 Packs sind es, glaube ich, noch, mit dem jetzt hier zusammen. Und jetzt ziehen wir direkt mal geil Klischee. Das heißt, das Packler hat sich direkt mal verachtfacht ungefähr. Das ist ein richtig guter Spieler und ich glaube, der geht sogar noch für ein bisschen was. Nein, doch nicht. Er ist ja natürlich auch nicht mehr so wichtig, Pace jetzt und Physics hat er nicht so extrem krass. Aber egal, ich nehme ganz gerne mit und discarde Matthew Ryan. Das kann jetzt so weitergehen. Aguero drauf, Aguero drin. Ich wollte gerade nur sagen Aguero drin, aber von mir aus nehme ich auch nur Aguero drin. Mir ist es egal. Innenverteidiger, ja, das ist geil. Juan Jesus, der ist nämlich schön was wert. Ich denke mal so um die 6-7k dürfte der noch gehen. Ja, 6k haben wir hier, aber ich denke mal, ja, doch ein bisschen weniger. War am Anfang richtig teuer, liegt natürlich auch an seinen krassen Werten. Das gefällt mir doch schon mal. Immer wenn ein brasilianischer Innenverteidiger steht, denkt man natürlich sofort an Thiago Silva oder, ja, Miranda. Aber auch so nehme ich natürlich gerne einen Juan Jesus mit. Und der nächste Spieler wird dann wieder Non-Rare, ist Beto, der einen Downgrade von minus 3 bekommen hat. Gibson noch dazu und lustig, tralalala, der Rechtsverteidiger von Celtic Glasgow. So, wir haben noch 6 Packs vor uns und Lacazette macht den Anfang und läutet damit dann quasi die Top 5 ein, die gleich noch folgen. Ekwele Manga, Fassio, der extrem langsam geworden ist. Ja, nochmal minus 24 Pace oder sowas. Nicht so nice. Ich kommentiere das jetzt übrigens doch bis zum Ende durch, habe ich mir gedacht. Weil bisher war halt nicht so krass das Video und dann wird so wenigstens noch ein bisschen länger. Hier ziehen wir Kevin Großkreuz, der heute sein erstes Spiel für Galatasaray Istanbul gemacht hat. Zwar nur ein Freundschaftsspiel, weil er ja keine Spieler dort bis hat, aber immerhin. So, Aguero, komm. Ich mache nochmal ein No-Look-Pack. Ich kann aber auch nichts hören. Das heißt, ich weiß nicht, wann was Gutes kommt. Man kann ja hören, ob was selbst ist oder nicht. Ich kann das jetzt nicht hören. Weiß auch nicht, wann diese Animation vorbei ist. Es ist CEO, was? Das ist natürlich jetzt nicht so toll gelaufen. Orellana nochmal, der immer noch extrem gut aussieht. Das hatten wir ja gerade schon. Allerdings natürlich auch für nix geht. Na, immerhin vielleicht ein bisschen mehr als Discard. Stellen wir mal rein für 700 Münzen. Aber, jetzt in den letzten 3 Packs muss nochmal ein Kracher kommen. Ansonsten geht das hier, gut, mit Juan Jesus zu Ende. Aber das wäre auch gar nicht mal so schlimm. Es wird Ballas Djudjak. Das ist auch nicht schlecht. 80er Karte sieht sehr stark aus dieses Jahr. Dazu noch Maidana und Lucchini. 1000 Münzen, die nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Und um Djudjak, der war ja in FIFA 14, hatte der einen richtig kranken Inform. Da war ja mein Lieblingsspieler. Den muss ich, glaube ich, auch nochmal ausprobieren. Die türkische Liga sieht ja allgemein sehr stark aus. So, vorletztes Päckchen mit Lacazette nochmal drauf für dieses Pack-Opening. Wenn's, Sigurdsson, oder? Nee, Quatsch. Heilfriedsson, ja. Ist ja kein 10er, sondern 8er. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe natürlich, ihr hattet, wenn ihr Packs gezogen habt, mehr Glück. Ich bin allerdings auch nicht sonderlich enttäuscht, weil ich habe auch nicht wirklich was erwartet. Von daher, ja, ich wollte nur einfach ein bisschen mit Spielern füllen und das habe ich ganz gut geschafft. Von daher beschwere ich mich mal überhaupt nicht. Wir kommen zum letzten Pack. Lionel Messi nochmal vorne drauf und vielleicht jetzt auch Lionel Messi drin. Ich lege den Controller mal aus der Hand
Und wir hoffen, dass es eine schwarze oder, keine schwarze Karte wird. Es wird Marcelo. Und zwar nicht mal mein Marcelo, sondern irgendein Marcelo. Fernandes noch drin von Real Madrid, Cardona und Stans. Und damit beenden wir, würde ich sagen, dieses Pack-Opening. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, der grüne Daumen ist immer relativ leicht für euch zu erreichen. Und für mich einfach eine großartige Geste. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, wann es das nächste Pack-Opening geben wird, aber die anderen Videos sind ja auch noch da. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.